Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Fly the Community. Es geht wieder los und wir starten wieder durch. Schön, dass ihr da seid. Grüße euch. Hallo, hallo, hallo. Ich hoffe, ihr habt euch gut erholt. All diejenigen, die am Samstag ja dabei gewesen sind. Wir haben ja 6,5 Stunden runtergerissen auf dem Weg von Toronto nach Anchorage. Und haben wir es tatsächlich hingekriegt. Über 2651 Meilen herunterzureißen in dieser wunderschönen A330-900 Neo mit dem lieben Semir zusammen, der hier oben schon in der Ecke sitzt. Den hole ich auch jetzt mal gleich dazu. Und dann sage ich doch mal wunderschönen guten Abend in die Runde. Hallöchen, lieber Semir. Hallo, John und alle im Chat. Grüß euch, Liebe, dass ihr alle schön wieder da seid im Chat. Hallo, hallo, hallo. Ich habe gerade gesehen, Vampirchen muss nochmal los. Last Geek Tonight hat eine Charity-Aktion und die erstellen jetzt die verschiedenen Dinge vor, die man jetzt im Laufe der nächsten, ich glaube, 4 Wochen ersteigern kann. Und vollkommen nachvollziehbar. Komm nachher gerne wieder zurück und berichte dann, was sie Schönes da alles am Start haben. So, und dann wollen wir mal gucken. Ihr wart ja wieder richtig fleißig hier. Ich scroll nochmal ganz hoch, um nochmal zu schauen, wer ist denn hier schon alles dabei? Demir, du hast dir das erste Bordticket gesichert gleich, ne? Vorne rein, First Class, einmal für dich. Sehr schön. Wachsfiguren dicht gefolgt darauf. Auch dabei. Grüße. Hallöchen. Justa ist da. Moin. Hallo. Nomen Kano hat sich eingebucht. Vampirchen hat sich eingebucht. Sehr schön. Wachsfiguren, okay. Nomen Kano war Zweiter. Hallihallo und schönen guten Abend an alle. Sehr schön. Moin, doll. Sehr gut. Hallo, Nomen Kano. Das sieht sehr schön aus. War ein schöner Flug, ja. Fand ich auch. Semir, wie war es bei dir? Also jetzt mit dem entsprechenden Ausklang und jetzt dem nötigen Abstand und der... der frisch gesammelten Kraft. Wie fandest du es? Ja, ich fand es, wie gesagt, super. Ich würde es gerne nochmal wiederholen. Wie gesagt, ich war so begeistert im Nachhinein. Also wenn euch das da draußen gefallen hat, dann können wir das bei Zeiten tatsächlich gerne irgendwann nochmal machen. Aber vielleicht nicht denselben Flug, aber einen anderen. Es gibt da ja noch eine ganze Menge Herausforderungen. Dann könnte man da sowas tatsächlich nochmal angehen. Ah, sehr schön. Ja, ich habe jetzt gefragt, sag mal John, hat diese Maschine etwa keinen Autopilot? Nein. Lieber Alchemist, nein. Wir gucken uns mal an, die Belohnung, die Community als neue Herausforderung für uns oder für mich hier gesetzt hat. Ich sage mal Belohnung. Ist das jetzt ein Upgrade oder ein Downgrade, wenn man von einem A330-900 Neo kommt und dann das nächste Flugzeug, in das man hereinsteigen darf, ist dann das hier? Bedeutet das dann in irgendeiner Form, dass man mit dem, was man getan hat, zufrieden ist? Oder dass man sagt, komm her, das Ding ist besser. Was ist das hier? Das sieht aus wie ein fliegender Briefkasten. Genau, die gute deutsche Post. Meine Herr, noch eins. Ne? Oder Telefonzelle oder sowas in der Art. Das ist, weißt du, als wenn ich so einen Einkaufswagen vom Pennymarkt mir geklaut habe und da noch zwei Flügel dran schraube oder sowas. Ne? Mehr ist das doch nicht hier. So. Wir sitzen auf dem Flügel halt. Wir gucken ja raus. Ich denke, ist das ein Bausatz? Wo ist denn der Rest? Kommt hier irgendwie, ne? Der Rest vom Flugzeug, Heft Nummer 1 für 3,99 € und dann musst du zusehen hier, oder was? Meine Herren, noch eins. Ja, Wahnsinn. Also, ein bisschen übersichtlicher das Ganze. Und lieber Alchemist, wie du siehst, kein Autopilot. Du musst hier die ganze Zeit über selber am Knüppel rumspielen, aber ich bin mir sicher, das werden wir hier schon irgendwie hinkriegen. Seien wir doch einfach mal gespannt. So, wir gucken uns das Ganze auf jeden Fall mal an, wie wir damit unterwegs sein werden. Die Maschine geht auf jeden Fall relativ zügig in die Luft, hat einen guten Motor und ich denke mal so unsere 100 bis 140 Knoten werden wir wahrscheinlich schaffen können. Wo sitzen wir? Ihr könnt euch das aussuchen. Ihr könnt hier hinten irgendwie da euch an dem Gestänge festhalten oder hier hinten haben wir ja auch einen Platz haben wir hier. Da könnt ihr euch schön breit machen. Das dahinter, also was da jetzt... Erster Offizier sitzt schon hinten, das bin ich. Ja, so, perfekt. Punkt. Okay, dann seid ihr dahinter, ne? Keine Ahnung. Da hat normalerweise der Mirko immer sein Lager aufgebaut. Das heißt, da hinten ist dann das Catering gemacht. Ich weiß gar nicht, wo du den Weinkeller hingebaust bei dem Ding hier, aber ich bin mir sicher, in irgendeiner Form... Es sind ja alle Features nach wie vor enthalten, ne? Also wir haben hier tatsächlich ein voll eingerichtetes Spa drinne. Hier haben wir ein Olympia-Schwimmbecken. Also wer gerne ein paar Bahnen ziehen will, das geht alles, ne?
alles, Bowlingbahn, ne, alles dabei. Ne? Also von daher volle Kraft voraus. Barbecue werden wir diesmal nicht machen, weil ich habe ja wieder kein Personal hier vor Ort. Das heißt, ich muss mich ja hier wieder um alles selber kümmern. Was sehr schade war, weil das habe ich tatsächlich letzten Samstag sehr genossen. Das war schön. Das hast du aber auch gut gemacht, muss man dir dazu sagen. Also ich fand vom Flug her, von der Abwicklung her, das war sehr, sehr coole Arbeitsteilung. Ja, fand ich auch. Genau, hinter dem Tuch ist die Bordküche. Richtig erkannt. Grillmeister hat Urlaub oder was? Ja, nee, Grillmeister muss hier selber diesmal am Steuer sitzen, sonst wird das hier wieder ein bisschen dürftig ausfallen. Weil der liebe Semir ist ja jetzt wieder zu Hause und hütet da dann eben die Maschinen. Aber mal gucken. Aber du hast es tatsächlich versucht, du wolltest mit der eigenen Maschine nochmal einen großen Flug machen, ne? Eben, da gibt es ja diesen Challenge, diese 11,5 Stunden Flug von Bordeaux nach Seattle. Ne, das ist ja von Microsoft und das will ich ja irgendwann mal schaffen, beziehungsweise könnten wir ja theoretisch in so einem nächsten Stream. Ja, könnte man durchaus mal dann in Erwägung ziehen, dass wir da irgendwie mal gucken, was wir da so machen. Irgendwann mal. Mal gucken. 11 Stunden sind natürlich eine Herausforderung. Ich fand ja die anderen, die jetzt 6,5 Stunden, und das waren ja nur die reine Flugzeit. Dann hatten wir ja noch die halbe Stunde Vorbereitung plus Nachbereitung, also so 7 Stunden irgendwas waren wir ja schon unterwegs. Also das war schon cool, aber mir kam es nicht so lang vor. Nee, mir auch nicht. Ich sage, wie gesagt, diese 11,5 Stunden Geschichte mit noch Vorbereitung noch dazu, also ich rechne mal mit so 12, 12,5, ich weiß es jetzt nicht, je nachdem wie schnell wir dann wegkommen. Ja. Aber kriegst du hin, ne? Und wie gesagt, die Leute können kommen, können gehen, können dabei nebenbei gucken. Also, wie gesagt, das kann man ja entspannt machen. Ja. Hauptsache, ja, wir erreichen diesen Ziel, ne? Dass wir halt diesen Ziel halt, ne? Das ist ja halt diese Herausforderung, die dabei ist. Ja, das wäre natürlich cool, weil das Achievement habe ich nämlich auch noch bei mir offen, dass man eben diesen großen Interkontinentalflug macht. Aber mit der Maschine sollte das dann ja gehen. Nicht mit dem Ding das hier, aber mit der anderen, die wir davor gehabt haben. Wir gucken mal nach. Wo ist denn die Stewardess? Wenn, dann ist es unser Chef-Saftschubser, der liebe Mirko. Der wird hoffentlich auch noch im Laufe der Zeit hier aufschlagen. Ich weiß nicht, wie der das organisiert. Der wird dann hier vielleicht von der Tragfläche zu Tragfläche hüpfen, von deiner zu meiner. Hier, keine Ahnung, oder umgekehrt. Mal sehen. Da müssen wir ein bisschen uns selbst behelfen hier gerade, aber ich denke mal, wir kriegen das hier schon irgendwie hin. Wir gucken uns jetzt erstmal an, wo wir denn heute hinfliegen werden. Nein, anders. Eins, bevor wir jetzt in den neuen Flug gehen, ich wollte euch nochmal was zeigen. Denn das sollte auf jeden Fall erwähnt werden. Wir haben ja durch den schönen, ausgedehnten Flug eine kleine Änderung in der Highscore, beziehungsweise es hat sich hier, wie ihr hinter mir seht, eine ganze Menge getan. Und deswegen einmal ganz herzlichen Glückwunsch an Vampirhündchen. Das hat nämlich jetzt tatsächlich mit dem vergangenen Flug 102.000 Air Miles zusammen. Also die 100.000er Marke geknackt. Glückwunsch an dieser Stelle für das Vampirhündchen. Und alle anderen, wie gesagt, ihr seht, wie ihr im Ranking jetzt vorangekommen seid. Da hat sich einiges eben getan. Nomencano ist jetzt auch tatsächlich vom Platz 9 jetzt auf Platz 7 davor gerückt. Und der Römer war auch ganz fleißig unterwegs. Der ist jetzt eben auch einen riesigen Sprung nach vorne gekommen, genauso wie Wachsfiguren. Also von daher, es tut sich wirklich was bei der Highscore. Und der vergangene Flug, der hat ordentlich reingehauen und Punkte gut gemacht. Das heißt also, jeder, der dabei war und gesammelt hat, der hat natürlich da einen großen Jump machen können. So viel dazu. Und jetzt gucken wir mal nach, was wir heute Abend Schönes machen werden. Wir gucken mal auf die Karte. Wir schauen uns die Fly the Community Map an. Und ihr kennt sie alle. Ich werde sie mal hier wieder aufrufen, dass ihr mal sehen könnt. Ganz viel Rot haben wir ja schon. Wir sind ja aktuell gerade hier in Nordamerika und fliegen so ein bisschen zickzack, um eben möglichst alle Bundesstaaten zumindest mal mit der Flügelspitze überflogen zu haben. Und aktuell befinden wir uns tatsächlich wieder an der Westküste. Und wir sind hier in Sacramento. Dort sind wir das letzte Mal gelandet, das vorletzte Mal, also den letzten Dienstag gelandet. Und dieses Mal wollen wir uns San Francisco angucken in diesem kleinen gelben Drahtesel, in dieser kleinen gelben Quietscheente, die ihr euch da für mich ausgesucht habt. Und das wird bestimmt lustig werden. Dementsprechend ist die Strecke heute nicht ganz so lang wie sonst. Ich kann ja mal eben bei Navigraph mal reingucken, was wir hier so kursmäßig haben. Wir haben 211 Meilen insgesamt. Und
ich denke mal, die werden wir in der Zeit doch gut schaffen. Wie oft wir dafür zwischentanken müssen, kann ich nicht beantworten. Das werden wir dann sehen, weil diese Maschine hat insgesamt nur 18 Gallonen Treibstoff an Bord. Ne? Also von daher, es wird lustig werden. Mal gucken, was da so kommt. So, okay, dann, wie gesagt, wir fliegen allererst einmal hier rüber nach Visit Santa Rosa. Da wollen wir erstmal hin. Und dann fliegen wir Richtung Süden an der Küste entlang so ein bisschen, beziehungsweise über die Berge rüber weg. Und dann gucken wir uns hier mit einem kleinen Rundflug San Francisco an. Hier vorne ist die, die Brücke, die Golden Gate Bridge. Und hier ist Downtown, da werden wir rüber wegfliegen. Fliegen wir erstmal hier ein bisschen über die Stadt rüber weg, über San Jose fliegen wir. Dann machen wir hier einen Bogen zurück, über Oakland werden wir machen. Und dann geht es hier nochmal ins Innere rein. Dann gucken wir uns Alcatraz an und dann geht es hier wieder im Bogen dann zurück, bis wir dann hier auf dem San Francisco International Airport dann landen werden. Soweit zumindest erstmal der Plan. Ob uns das gelingt und ob uns das Wetter da rollt für uns, das werden wir dann im Anschluss sehen. Aber momentan sieht es soweit erstmal ganz gut aus. Und ich würde mal sagen, wir versuchen doch das Ganze mal hier, indem wir uns auf den Weg machen. Da rollt schon der erste los. Mal gucken. Da vorne ist der Alchemist, glaube ich. Und ja, ich denke mal, wir begeben uns jetzt hier auch mal in diesen Flieger rein und schauen mal, dass wir hier ein paar Knöpfe gedrückt haben. Ich habe das Setting jetzt hier soweit auch nicht großartig jetzt geguckt, aber ich denke mal, irgendwie, wenn ich hier auf irgendwas rumdrücke, dann werden wir die Mühle schon irgendwie in die Luft kriegen. So, machen wir hier so, die machen wir mal hoch. Und das hier, das wird der Power-Button sein, genau. Das hier haben wir auch hier alles, okay. Ich würde mal sagen, dann drücken wir mal hier vorne drauf und siehe da, so einfach kann es gehen. Sehr schön. Okay. So viel zur Checkliste von der A330, hä? So läuft das hier mal, mein Lieber. Okay. Ich würde mal sagen, wir versuchen dann mal hier unser Bestes. Wir haben, wie gesagt, weder einen Autopiloten noch irgendwie eine andere Art von Automatik oder so. Wir haben ja auch keine Möglichkeit, jetzt hier großartig zu navigieren. Weil ist halt alles nicht da. Aber ich werde mal Folgendes machen. Ihr könnt wieder über den Infobereich dieses Streams, könnt ihr wieder sehen, wo ich so unterwegs bin. Und dann könnt ihr mir ja ein bisschen helfen, dass wir wieder von A nach B nach C finden. Also von daher versuchen wir mal unser Glück. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich hier den Tower angefunkt kriege. Ich glaube, dazu muss ich aber das Funkgerät nochmal separat anmachen. Das ging, glaube ich, hier. So, okay. So, und ich denke mal, kann ich da noch was drücken? Nein. Was ist das da? Enter, an, Code, Enter. Macht der irgendwas? Nö. Geht auch nicht. Nix geht hier. Na gut, egal. Ich habe alle Knöpfe eingeschaltet, die ich finden konnte. Von daher, mal sehen. So, ich frage mal nach, ob der Tower für uns eine Bahn hat. Gehen wir hier auf Bodendienst und dann fliegen wir mal Richtung Westen, wollen wir. Capital Ground, Savage, Whiskey Echo Bravo, Foxtrot Romeo Oscar Golf, ready to taxi departure to the west with Yankee. Savage, Whiskey Echo Bravo, Foxtrot Romeo Oscar Golf, Holland, UND Hell 10 Bay Runway 35 right using taxiway Charlie Bravo Alpha. Wilson Seat 10 Control Termouth 125.7 with right. Machen wir alles. Sehr schön. Ach John, wenn du mal Golfplätze suchst, Sylt hat 4 Stück. Echt? Okay. Muss ich mir gleich mal notieren. Taxi to and hold short runway. Danke dir für den Hinweis. Sehr schön. Taxiway Charlie Bravo Alpha Savage Romeo Oscar Golf. Sehr gut. Wie gesagt, Golfball ist immer am Start. Und Golfschläger habe ich auch. Oben auf dem Dachboden. 2 Stück. Alles klar. So. Gut. Wir haben unsere Freigabe zum Rollen. Dann müssen wir lang. In die Richtung müssen wir. Okay, Alchemist. Wir müssen in die andere Richtung. Dann komm mal rum hier zu mir. Genau. Sehr schön. Ich drehe mal auch mal ein bisschen Gas hier rein. Dann kannst du einfach hinter mir herrollen. Ich vermute mal, wir würden die eh die gleiche Bahn haben. Wen haben wir denn da eigentlich? Ich sehe jetzt hier gar nicht die Main-Kicks. Wir sind noch zu dicht dran. Hallo, 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 ja. Wer auch immer du bist, grüß dich. Schön, dass du da bist. Gib dich gerne zu erkennen, wenn du hier bei Twitch bist.
Könnte Miska sein. Möglich ist alles. Guck mal, ob er hinterherkommt, wenn wir jetzt hier gleich ein bisschen am Rollen sind. Der rollt. Muss ja wieder aufpassen, dass ich nicht zu schnell rolle, sonst kriege ich ja gleich wieder die rote Kelle hier von jemandem, namentlich jetzt nicht genannten. Ach, Fakale ist das! Fakale ist das! Guck sich das einer an hier. Gott, wie das Ding hier glugert. Interessant. Gluck, 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 gluck. Ja, das ist wirklich. Ich bin mir sicher, die erste Galone habe ich schon weg, wenn ich überhaupt an der Startbahn dran bin. Wie gesagt, merkst du, dass du das dann, dass dein, dein Kerosin weg ist, dann fliegst du also oder zur Neige geht, dann fliegt ganz hoch und kannst du den Rest runtergleiten. Ja. Ich denke mal, das ist dürfte. Ja, hier so ein Papierflieger. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich mich der Mühle hier insgesamt komme. Das werden wir dann sicherlich auch noch herausfinden. Oh. So, einen Moment ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Mein Vater ruft mich gerade an und wenn der anruft, dann ist irgendeine Kleinigkeit gerade. Ich melde mich gleich wieder. Demi, du kannst mal überbrücken so lange, ne? Bis gleich. Ja, kein Problem. Hältst du es auf Stopp? Ja.
Alex, der John telefoniert gerade mit seinem Vater, deswegen. Ja, Just erwartet, er telefoniert gerade. Ja, auf Handy kannst du ja freihändig. Hallo, Artefanti. So, ach Leutchen, da macht man was mit hier. Oh je. Jetzt müssen wir wieder drehen hier. Moment, ich muss mal hier den Sound wieder auf leise machen. Alles klar. Ah. Wisst ihr, Abenteuer Deutsche Bahn. Ne? Es ist unglaublich. Mein Vater ist jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade am Bahnhof bei uns in Hildesheim und will mit dem Zug nach Frankfurt fahren, um morgen früh mit dem Flieger nach Kanada rüber zu fliegen. Kriegt 7 Minuten, bevor der Zug losfahren soll, die Info, dass der Zug ausfällt. Unglaublich. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir ihn irgendwie nach Frankfurt kriegen. Bis eben gerade am Anfang des Gesprächs stand es tatsächlich noch auf der Kippe, ob ich den Stream machen könnte. Ich war schon kurz davor zu sagen, komm her, Leutchen, bringt nichts, ich muss den nach Frankfurt fahren mit dem Auto. Aber jetzt haben wir Gott sei Dank eine Alternativstrecke gefunden. Jetzt geht es dann eben um 21 Uhr irgendwie los nach Kassel-Wilhelmshöhe und von da aus fährt er dann mit dem IC. Aber kann mal jemand, ach nee, darf ich ja nicht sagen, das wäre ja Volksverhetzung, wenn ich jetzt sagen würde, dass da irgendwer mit Sprengstoff mal in die Zentrale der Deutschen Bahn fahren könnte, um da mal einen kleinen Besuch zu machen. Das wäre ja nicht gut. Das darf also nicht gemacht. Macht das also bitte nicht, liebe Leute. Macht das nicht. Auch wenn es mir sehr viel Freude bereiten würde, tut das nicht. Nee, ja, alles gut. Kommt nicht gut. Ja, ich weiß. Es ist unglaublich. Also, Deutsche Bahn kannst du sowas von in die Tonne treten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Meistens ist das Personal selbst ist ja das, was am wenigsten Schuld daran hat. Das lässt sich ja nicht ändern. Aber, wenn du so 7 Minuten vor Abfahrt gesagt bekommst, dass der Zug ausfällt und dann auf so einer weitläufigen Strecke, weil es ist ja auf dem Bahnhof jetzt gerade nichts los, ne? Es ist niemand mehr da, die Infoschalter sind alle zu und wir sind immer noch am Rollen, kann das sein? Sag mal, wo sind wir denn hier überhaupt? Ich meine, ich bin ja froh, dass wir jetzt die Zeit, dass ich das Telefonieren noch alles so machen konnte wegen der langen Rollphase. Aber wenn das so weitergeht, ist der Sprit schon leer, bevor wir überhaupt an der Startbahn sind. Keine Ahnung. Naja, gucken. Es reicht bei Braunschweig das öffentliche zugängliche Datenkabel. Ja, wahrscheinlich, das wird sein. Nee, Leute, da kriegst du die Krise. Mann, gut, dass er wirklich in weiser Voraussicht gesagt hat, er will früh genug anreisen. Der Flug selbst geht morgen früh um 8 Uhr. Aber wenn das jetzt so kurz vor knapp gewesen wäre, das ist die Katastrophe. Du musst wirklich tatsächlich, wenn du die Bahn irgendwo in deiner Routenplanung drin hast, musst du tatsächlich einen Tag vorher anreisen, damit du auch wirklich sicher gehen kannst, dass falls irgendwas schief geht, du auf jeden Fall rechtzeitig noch da bist. Was fliegen wir heute? Das hier ist, nein, die Antonov habe ich noch nicht geholt, lieber Alex, aber danke, dass du die Wette eingelöst hast, beziehungsweise, dass du die Wette bestätigt hast. Simir und ich haben nämlich schon gewettet, wann du fragen wirst. Heute haben wir nämlich noch unsere To-Do-Liste, die wir abarbeiten. Wir haben ja einmal den Choose Your Airplane eingelöst gehabt von Miska. Und da ging es ja darum, er hat sich gewünscht, dass wir mit dieser kleinen Huschekiste hier unterwegs sind. Und deswegen machen wir heute einen kleinen Flug von Sacramento nach San Francisco. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch tatsächlich mal irgendwann an dieser Startbahn angekommen sind. Aber das sieht mir auch ganz danach aus. So. Mal schauen. Ja, hier. Das war echt. Ist gut, Miska. Ich hab schon verstanden. Oder sind wir was? Jawohl. So. Ja, es hieße damals, weiß nicht, Juster oder Miska. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ist aber auch egal. Irgendwer von euch hat sich das einfallen lassen. Habe ich gesagt, okay, ich biete meine Punkte an. Irgendwer von euch ist es gewesen. Aber ist ja egal. Ist ja egal. Genau so hätte ich das jetzt auch gedacht. Ja, ich.
Okay, Jose sagt nicht, aber ich weiß irgendwann mal. Mit der Zeit auch hier, das war Semi. Nee, nee, das ist nur Ohrens. Ich kam nicht auf die Idee, aber ich habe angeboten, hey, ich habe Punkte. Und ich meine, das war Miska, aber ist ja egal, ne? Ob Miska oder ich, ist auch egal. Und ich glaube, die Antonov würde ich halt einen speziellen Stream dafür machen, weil das kannst du so. Da gucken wir mal, was wir da hinkriegen und wie wir das hinkriegen. Du hast ja vollkommen recht. Und wenn du da eben einen Bekannten hast, der die Antonov liebt, dann ist klar, gucken wir mal, dass wir da irgendwie das rechtzeitig ankündigen, damit man dann früh genug dann Bescheid weiß. Ne? Machen wir so. Alles klar, wir haben unsere Startfreigabe, dann rollen wir doch einfach mal auf die Bahn. Sind denn die anderen? Guck mal, einer ist noch da. Sehr schön. Frau Kahle, wenn du willst, komm gerne an mir vorbei. Stell dich gerne vor mich. Wo ist denn jetzt hier der Alchemist hingeblieben? Ist der Alchemist weg? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, eben durch das Telefonieren. Nee, da ist er vor dir. Ach, da vorne auf der Bahn steht. Der steht auf der Gegenseite wahrscheinlich. Wir spielen gleich an. Angsthase. Willst du dich hinter mich stellen? Ansonsten hättest du dich auch vorne vorstellen können. So. Alle in der Positionierung. Ist er denn da hinten? Hat er sich hingestellt? Ich sehe ihn gerade gar nicht. Ach, er fliegt schon. Er ist schon in der Luft. Okay, alles klar. Sehr schön. Okay, ich würde mal sagen, dann können wir mal durchstarten. Komm her, eine Klappenstufe. Eigentlich brauchen wir sie nicht, aber wir nutzen sie trotzdem. Und dann geht's mal hier in den Vollen. Wir geben Gas. Wir starten durch. Du bist gleich so schnell oben. Das geht hier ich ganz fast. Du siehst ja schon. 35 ist schon oben. Guck mal, guck mal, wie schnell das hier geht. Ja, schon ist oben. Ja, die fliegt von ganz alleine hoch. So schnell geht das hier. Da brauchst du nicht viel Bahn. Das läuft alles hier von Jens alleine. Richtig, Alex, du hast vollkommen recht. Das sollten dann auch Strecken sein, die entsprechend dafür passen dann. Da hast du recht. So, wir sind in der Luft. Wo ist Fakale? Fakale ist da hinten. Okay, wunderbar. Dann müssen wir mal gucken, in welche Richtung müssen wir denn. Wir müssen gleich erstmal nach links. Wir müssen erstmal nach Westen. Guck mal gerade, ob ich hier auch kaufen kann. Machen wir uns immer wieder auf den Weg. Capital Tower, Savage, Whiskey, Echo, Bravo, Foxtrot, Romeo, Oscar, Golf. Continue for West Departure. Dann gucken wir doch mal. Ja, ist doch geräumig. Was doch, Miska ist da hinten. Yay, Miska startet auch gerade durch. Sehr schön. Mirko ist da, yay. Mirko ist da, jawohl, Grüße. Kommen gleich dazu, guten Abend an alle, sehr schön. Marius ist auch da, Hallöchen. So, wir sind noch ein bisschen im Steigflug. Warte, fliegt ja alles hier selber. Nein, Navi, nix. Also muss ich eben helfen. Rechts, links, geradeaus. Da gerade was hier piept. Und drauf. Oh, was piept hier drin? Warum piept das? Aber alles gut. Auf Overspeed? Ne, Overspeed bist du nicht. Nö, auch Overspeed hier. Hallo? In dem grünen Bereich. Ich was? Ah, jetzt sind wir wieder raus. Okay. Es kann sein, dass das hier vom Flughafen noch so ein... Ah ja, hier, gucke mal. Wir sind gerade an der Bahn lang geflogen. Wahrscheinlich ist das Signal dafür gewesen. Das kann natürlich möglich sein. Runter kommt er von allein. Ja, ja. Dann müssen wir nicht helfen. Jawohl. So, wir drehen mal ein bisschen rüber hier. Ja, so 150 schafft sie doch.
trimmen wir sie uns gleich ein bisschen zurecht und dann sollte das eigentlich hier alles recht geschmeidig laufen. So, wenn irgendwas zu laut oder zu leise ist, sagt mir Bescheid, dann kann ich zur Not noch ein bisschen nachjustieren. Gibt der Tank, der war leer, genau. Nee, ich habe voll getankt. Und wenn wir gucken wollen, Tankanzeige ist übrigens hier oben. 9 Gallonen oder wie viel? Ja, kann man sehen. Ja, 18 Gallonen insgesamt. Den Rest haben wir schon verbraucht, nur fürs Rollen. Mal gucken, wie oft wir zwischentanken müssen. Aber schön offen, ne? Schön für den Sommer ist das schön geil. Schön offen und wie gesagt, du siehst hier, ne, sie ist ne, freihändig unterwegs. Ist jetzt auch fast komplett hier ausgetrimmt. Okay. Ne, also von daher fliegt sich eigentlich relativ easy. So, dann gucken wir mal, was der Anton auch passt. Fliegen wir jetzt gleich mal über den See hinweg. Die kleine Stadt, die da am See ist, das ist dann Woodland. Oder muss man mit einem Seil Kanister dran nee, runterlassen? Ich weiß es nicht so richtig. Das müssen wir alles noch ein bisschen herausfinden, wie das hier läuft. Flugbetankungsfähig. Hm. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hier mit dem Ding hier am besten machen. Rein theoretisch, wenn du hier oben so Trichter reinbohrst, musst du nur von oben so mit dem Eimer auffüllen, ne? Oder du hast doch hier oben so Haken dran, das ist doch praktisch, da brauchst du dich nur oben einhängen und dann läuft das Ganze wieder. So, und hier vorne haben wir erstmal eine große Halle, das ist eine Fabrik. Capital Tower, Savage, Whiskey, Echo, Bravo, Foxtrot, Romeo, Oscar, Golf, Frequency Change. So, naja, so viel dazu. Wieder mal ein bisschen leiser machen hier, muss man nicht so anbrüllen. Gucken, wie der Sound ist. Ja, wir haben Koppeln hier. So, Kinder, nee, das sind Liveries. Right. Auch keine Liveries. Entweder Flugzeuge. Koppeln. Das ist immerhin faszinierend. Das iPad erkennt bei mir die AirPods von allein, aber sich mit verbinden? Ne. So. Gucken, was kostet die Antonov? Oh, 12,99. Mhm. Okay. Ah, jetzt haben wir es wieder. Hat ständig das Problem. Okay. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das hier soundtechnisch alles so passt, wie wir uns das vorstellen. Ich denke mal schon, das sollte jetzt so gehen, oder? Ist noch irgendwas zu laut oder zu leise? Ich mache den Sim zur Not noch mal ein bisschen leiser gleich. Okay. Sowas sollte man eigentlich vor dem Start eruieren. Hotti Fanti. Ach, da sind wir doch flexibel. Wir driften ein bisschen nach rechts ab. Huch, wer war denn das? Wir hätten doch eben noch einen Fluss. Da haben wir einen Fluss. Wir müssen nach links.
Wir müssen weiter nach links. Das ist übrigens das kleine, aber feine Städtchen. Wie heißt es nochmal hier? Was hatten wir? Woodland war das gewesen. Bisschen trockene Gegend. Weiß nicht, ob ich hierher ziehen wollen würde. Die scheinen keinen Golfplatz zu haben. Tja. So viel dazu. Naja, wir fliegen mal jetzt hier über die Fläche hier vorne. Da ist ein bisschen was grün. Vielleicht haben wir ja da Glück und finden da was. Mal sehen. Wie war es bei den tollkühnen Männern in ihren fliegenden Kisten? Gerd Fröbe, es gibt nichts, was ein deutscher Offizier nicht kann. Gib mir das Handbuch. Und dann hängt er hinten am Leitwerk. Jawohl. Oh, ich glaube, den Film muss ich mir auch mal wieder angucken. Langherrn ist her. Auch so ein Klassiker, ne? Die Maschinen, die Straßen sind alle breit genug, dass die Maschine da unten an der Tankstelle geschoben werden kann. Ja. Ich denke mal, mit dieser Maschine werden wir da nicht großartig Probleme haben. Ich könnte mir gut vorstellen, die kannst du auch nur mit ganz normalem Treibstoff betanken. Ganz normalem Benzin. So, wir fliegen erstmal so ein bisschen hier auf unseren Kurs. Und dann geht's rüber zu den Bergen. Also, was haben sie denn? Hier unten haben sie irgendwie so eine Laufstrecke. So einen kleinen Sportplatz, da hinten aber auch. Aber ansonsten, es ist halt grün, aber mehr ist es halt auch nicht, ne? Tennisplätze haben sie hier unten, guck mal an. 4 Stück sogar. Darfst nur nicht so hoch die Welle schlagen, weil die sind sonst in den Bäumen. Lang, lang ist kein Herr. Er ist Pianist. Hä? What? So, jetzt in etwa sind wir ganz grob geschätzt mal auf Kurs. Unten sind nochmal Tennisplätze, habt ihr gesehen? Da, 2 Stück. Aber kein Golfplatz. Nix, nada. Kommt noch. Kommt noch, ja. Mal sehen. Ich bin mal kurz AFK. Bin gleich Viel wieder da. Viel Spaß. Bring was Schönes zu trinken mit. Was hätte der Herr gern oder der Kapitän? Du weißt, was ich mag. Irgendwas Schönes wirst du garantiert mitbringen. Keine Ahnung. Freie Auswahl. Okay. Okidoki. So machen die es bei uns im Jesenwang auf dem Feld. Auf dem Feldflugplatz auch. Ah. Wenn sie zur Tanksäule rollen. Ja, du sagst immer, lang, lang ist's her. Ach, deswegen. Ein bisschen neblig ist es gerade, ne? Leichten Bodennebel haben wir hier. Aber ist es doch eigentlich mitten am Tag? Guck an, da ist der Alchemist da oben. Jawohl. So, wo hat sich Frakale versteckt? Da ist Miska. Da hinten ist Frakale. Jawohl. Miska auch in der Savage unterwegs. Frakale PA24. Was ist das denn für ein Vogel? Keine Ahnung. So, müssen wir mal gucken. Liter. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Im Zweifelsfall müssen wir irgendwo zwischenstoppen. So, jetzt geht's erstmal raus über die Felder hier. Wir wollen ja zu den Bergen. Da kommt dann noch ein schöner kleiner See. Mal gucken, was wir da noch Schönes haben.
So, wieder da. Yay. Es gibt Sex on the Beach für dich. Das ist immer geil. In jeder Lebenslage. Yep. Merci, merci, dankeschön. Gerne, gerne. Also ich muss ja sagen, hier ist das verhältnismäßig flach. Da waren die anderen Gegenden, wo wir sonst vorher gewesen sind, ein bisschen abwechslungsreicher. Aber die Gegenden, wo wir jetzt hinfliegen werden, da wird es hoffentlich interessanter. Wir wollen ja eine Bergregion. Was haben wir denn da so für empfohlene Höhen? 5100. Aber wir sind ja mit einer kleinen Maschine unterwegs. Da können wir ja ein bisschen mehr variieren. Wir sind jetzt gerade auf 2000 Fuß und wir sehen schon, da vorne müssen wir dann ein bisschen höher gehen. Weil ich glaube nicht, dass wir mit dieser Maschine den anderen darüber wegschieben werden. Das gibt wieder so unschöne Kratzer im Lack. Wenn wir gleich mal ein bisschen höher gehen. Aber ihr seht, freihändig. Und sie hält komplett die Linie. Und die Höhe. Also wenn man die einmal ausgetrimmt hat, gib ihm. Man braucht nicht unbedingt einen Autopiloten oder Gyropiloten. Wenn das Wetter mitspielt, kannst du die ganz normal so fliegen lassen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt langsam unterwegs sind, weil ihr seht hier, 150, 155 schafft die auch. Kurskorrektur machen. Ja. Folgen wir einfach hier erstmal diesen geraden Linien Richtung Berge. Und dann geht's rüber weg. Na, ja, der Alchemist hat hier sein Flugzeug gefunden, ne? Hast Spaß an dem Ding, oder? Das ist ja der Vorteil. Die kleinen Maschinen, die können durchaus Spaß machen. Also von daher, ich finde die auch cool. Ne, der Server schläft nicht. Der ist gerade nur irgendwas anders am machen, aber. Mhm. Ja, kommt. So, ein dreifachen Espresso. Holla. Dreifach, okay. Dreifacher Espresso, ja. Mhm. Haben wir das überhaupt? Ansonsten kriegt er jetzt fünf Kaffee. Nee, kam keine Meldung. Okay, dann muss ich das anders machen. Moment. Kommt. So. Kaffee. Wenn wir das jetzt so dreimal, dann. Ja,
Was ist das, ein Espresso? Das ist schon mal perfekt. Wo ist denn der Mirko? Ich dachte, der wollte ja kommen. Ja, der hat gesagt, dass er unterwegs ist, aber nee, im Moment schläft der Service noch. Ja, genau. Fakale, übrigens, meine Maschine ist eine Piper PA24250. Comanche. Ah, okay, deswegen. Grazie, alles grazie. Klar. Tutto bene, ne? So, ich muss noch mal ans Telefon, da gibt es die nächste Durchsage. Ich melde mich gleich wieder. Ja.
So, wieder da. So, da ist er wieder. Sorry, Leute. Family. Ne? Was willst du sagen? Was willst du sagen? Wir sind eben so ein bisschen vom Kurs abgekommen, dadurch, dass ich ja hier so ein bisschen abgelenkt war. Ich gebe jetzt mal hier ein bisschen mehr Schwung, damit wir hier dann gleich über die Berge rüber bekommen. Wir sind auch ein bisschen vom Kurs abgekommen in der Zwischenzeit wieder. Ist alles nicht so einfach. Wir müssen nach Südosten fliegen. Ja, beziehungsweise jetzt sind wir noch nach Osten unterwegs. Und ich bin jetzt wieder auf dem Weg Richtung Kurs. Ja. Ja. Alles ein bisschen chaotisch. Ich sage nur scheiß Bahn. Ja. Und wer da von euch arbeiten sollte, soll es nicht persönlich nehmen, aber das ist ein Dreckshaufen. So, ich muss jetzt erstmal hier zwei Bilder schicken, damit man dann die neue, den neuen Plan kriegt. Das schicken, das Ding. Wo ist er denn jetzt hier? Ja. Was ist hier? So. Und dann der neue auch. Jetzt müssen wir hier links ein bisschen. Mit. Hey, jawohl. Der nächste Anruf. Nein. Es tut mir leid. Liebe Leute, schlechte Nachrichten. Es tut mir leid, aber wir müssen leider vorzeitig den Stream beenden. Auch der zweite Zug für meinen Vater, der ist jetzt eben gerade abgesagt worden. Es geht nicht, die Anbindungen gehen nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Da fallen jetzt reihenweise gerade die Züge aus.
Ich werde jetzt den Stream beenden. Ich werde jetzt Vatern versuchen, nach Kassel-Wilhelmshöhe zu bringen, dass er vielleicht da Glück hat, den Zug zu kriegen. Und ansonsten wird es vielleicht darauf hinauslaufen, dass ich gleich noch nach Frankfurt fahren darf, um ihn da in den Flieger zu setzen. Also von daher, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir müssen hier jetzt leider einen Break machen. Es geht nicht anders. Wir holen das Ganze einfach mal zeitig nach. Sorry, dass das jetzt so spontan eben alles gehen muss, aber es lässt sich nicht ändern. Ich bin jetzt auch ein bisschen unter Zeitdruck, weil wir müssen jetzt erstmal los und eben versuchen, den Zug zu kriegen. Macht's gut, ihr Lieben. Wir sehen uns. Haut rein. Bis in Kürze. Ciao, ciao. Liebe Grüße und habt trotz aller Dinge noch viel Spaß, ne? Bis denn. Ciao, ciao. Ja, dann mach's gut. Gutes Gehen.